Hallo Craft Attack Freunde! Herzlich willkommen zurück zu Craft Attack. Zum Scheich hier. Ich bin Scheich Basti Zockt hier. Ich bin der reichste Typ auf dem Server. Und heute habe ich jetzt nichts Bestimmtes geplant. In der heutigen Folge möchte ich einen Freund von mir promoten, nämlich den lieben Klim. Der gute Klim, der macht jetzt in dem Moment, wenn ihr dieses Video seht, einen 48-Stunden-Livestream. Also er hat, glaube ich, schon 19 Stunden hinter sich. Der hat gestern begonnen und der läuft jetzt gerade noch. Deswegen schaut mal alle bei ihm vorbei und lasst ihm Grüße da. Ich streame vielleicht heute Abend, ich weiß es noch nicht, muss gucken. Und ich habe mir gedacht, wir besuchen jetzt heute mal den Klim. Hallo Klim! Hallöchen! Wo genau befindest du dich jetzt? In der blauen U-Bahn-Linie. Da muss ich hier zum Bahnhof, ne? Genau. Ja, du kannst auch durch die Mob-Farm hin, in die blaue, weil die blaue verbindet die Mob-Farm mit dem Bahnhof. Was? Die Mob-Farm? Welche Mob-Farm? Die Dingens? Skelett. Die da unten? Skelett. Das ist ja, die ist ja gar nicht lang, ne? Kann es sein? Oh, Klim, ich seh dich! Hallo! Die geht unter Wasser! Ja! Guck mal, ich stehe jetzt genau über dir. Hey, du bist voll abgehoben. Sorry, den Chat mal wieder nicht gesehen. Hä? Ja, wahrscheinlich, weil du Hallo gesagt hast und er hat nicht geantwortet. Achso. Hi, Zander. Klim, ich habe dich das vorhin schon gefragt, offscreen, aber bestimmt meine Zuschauer interessieren sich auch dafür. Wie geht's dir nach 19 Stunden Stream? Gut, muss ich sagen. Also erstaunlich gut. Also zwischendurch war kritisch, aber die Phase habe ich überstanden. Und dein Stream geht jetzt noch bis Sonntag um? Um 17 Uhr, also 16.45 Uhr eigentlich, aber wahrscheinlich 17 Uhr. Ah, scheiße, ich hab Mist gebaut! Was hast du getan? Ich dachte da, nein, ich hab einen Villager freigelassen. Also, einen Zombie-Villager. Was, zerstört einfach ja, ich dachte, einfach. Nein, pass auf. Hallo Leute, willkommen zu der Folge, ich hab schon wieder alles kaputt gemacht. Nein, wo ist der hin? Da war, weißt du, da hat irgendjemand mit Cobblestone so eine Hütte gebaut und ich suche das Loch für die Monsterfarm zum Reinspringen. Du suchst das Loch, okay? Nein, ich habe aus Versehen die Fackel gesetzt, ich krieg da nicht mehr rein, Klim. Oh Mann. Bastian, was tust denn du? Ich will den hier reinbringen. Hallo. Hallo. Zombie. Es tut mir gerade leid, ich bin... So, ja, komm hierher. Okay, gut. Au! Ah, fuck, er hittet mich. Scheiße. So, jetzt hittet er mich nicht mehr. So, und jetzt... Nein, er ist wieder frei. Scheiße. Ich hab Mist gebaut. Hallo. Komm doch hierher. Hallo. Ja. Scheiße. Klim, ich hab... Was tust du denn, Basti? Der hat mich... Ich hab... Scheiße! Ich hab Scheiße. Ja, pass auf! Der hat mich geschlagen und ich hab Thorns drauf. Jetzt ist er gestorben. Der Villager. Der Zombie-Villager, der hatte den Namen Domse. Der hat bestimmt Weiß-Weiß gehört. Oh. Naja, er hat Eisen getroppt. Naja. Hey, wo ist das Loch für die Villager? Also du hast ja schon richtig gesagt, er hat bestimmt Domse gehört. Nein. Wichtiger ist die Vergangenheitsform. Der hat bestimmt Weißes gehört, aber wichtig ist die Vergangenheitsform. Ne? Das merken wir uns halt. Das Ding ist, ich finde das Loch nicht mehr für Monsterform. Ah doch, da ist es. So. Da, haha, schmeckt. Okay. So, und wo geht's zur U-Bahn-Linie? Ja, entweder wenn du in der Mob-Farm bist. Ja, ich bin jetzt in der Mob-Farm. Wenn du die Leiter runtergehst vom Abfahren, ja, dann ist irgendwo ein kleiner Eingang. Ah, ich bin runtergesprungen. Ja, da ist irgendwo ist ein Weg noch. Okay. Wir müssen natürlich auch noch den Eingang schöner machen, aber naja. Alter Klim! Achso, da, diese Seite. So. Hallo! Alter Klim! Das ist die blaue Linie, weiß Bescheid, ey. Alter Klim! Das ist krass, ne? Es war viel Arbeit, sag ich mal. Ja, du weißt, die Linie zu mir, die muss aus Gold sein, ne? Ja, du musst die Goldbarren geben. Ja, die Farm regelt das. Okay. Alter, ist das geil. Das geht direkt in Riols Keller rein, ja.
Warte mal, kann man da auswählen, wo lang man fährt? Ja, oder ist, kann man auswählen. Warte. Also das rechte ist für Riol und das... Nein, rechte ist immer der Hinweg und das, also wie auf der Autobahn. Rechts ist hin, links ist Gegenverkehr. Damit man gleichzeitig fahren kann. Damit gleichzeitig einer von der Mobfarm zum Hauptbahnhof fahren kann, vom Hauptbahnhof zum Hauptbahnhof. Und wenn du an diesen Weichen bist, kannst du halt gucken, wo lang du willst. Ja, wie entscheidet man das dann spontan? Steigt man aus? Ich zeig's dir, komm mit. Wir können mal Tesla fahren. Ja, gerne. Hast du es noch nicht gesehen eigentlich? Nein! Also okay, doch, krass. Ich hab mir den Hauptbahnhof schon mal angeguckt, aber so eine Linie habe ich mir jetzt noch nicht wirklich. So, nimm mal das Minecart, was dann. Ja, genau, komm einfach mal nach mir rein. Einfach auf die Druckplatte stellen, aufs Minecart klicken und du fährst automatisch los. Da ist gar kein Minecart. Ist da keins mehr drin? Nein. Ich habe eben neu reingezahlt. Ach Mann, oh. Okay, warte. Ach Mann, oh. Ich hol mal eben neue Minecarts, okay? Ja. Bin gleich da, aber. Schau mich hier um. Was ist die grüne Linie? Ah, da oben steht's. Zu Glim, ja. Gomme, Green Line, Gamers Time und Zander. Ach was, wie geil. Ich krieg die goldene Linie. Das wird überragend. Ja, du musst aber viel Gold, weil die geht zu. Also zu dir und Balui. Die geht zu. Zu Venicraft. Die geht zu Early Boy. Und eventuell zu Sparks Keller noch. So Early Boy. Ja, der hat ein Haus. Der wohnt doch komplett woanders. Ja, egal, ich hab dem da ein Haus hingebaut, der wohnt jetzt da. Das habe ich gesehen. Oh ja, das muss ich euch auch noch zeigen, das Haus von Early Boy. Tut. Das sieht nämlich cool aus. Oh Mann, ich hasse es, wenn das passiert. Ey, das ist übel krass einfach. Es gibt manchmal einen kleinen Bug, wenn du hochfährst und das Minecart nicht vom Kaktus zerstört wird. Das ist ein bisschen nervig, aber... Dann kriegt man da auch Schaden. Das Minecart geht halt kaputt und das landet dann automatisch im Hopper und dann kannst du die in Linie das nächste Mal benutzen. Also ich hätte übrigens auch noch ein paar Schienen zu sponsern. Ich habe versucht eine Blaze Farm zu bauen, allerdings funktioniert die nicht mehr. So, pass auf, wir probieren es nochmal. So, du stellst dich dann gleich hier drauf, machst Rexy aufs Minecart und alles passiert automatisch. Okay. Ah, das ist ordentlich losgefahren! Was die? Alles ist automatisch. Weißt du, ich geh hin, steht da. Ja, du darfst halt nicht mehr von der Druckplatte runter. Du musst halt direkt aufs Minecart klicken. Ach so, sag das doch. Was? Ich laufe jetzt hinterher. Mann, dann steige ich halt auf der Strecke. Lass mich nicht aus! Zu blöd, die Uber zu benutzen einfach. Roman. Ich komm langsam. Ich komme. Ich schieb dich an. Warte. Du kannst auch aussteigen, weil ich hab hier schon... Ich bin unterwegs! Ja, schieb mich an! Mein Minecraft steht aber noch da, das habe ich jetzt für dich vorbereitet. Ja, ich schreit es! Aber, so. Ja, warte, nicht weiterfahren! Nein! Warte, ich fahre wieder! Du bist der Erste, der es nicht benutzen kann. So, pass auf. Wenn du hier wärst, Alter, in deinem Minecraft, dann würdest du hier abbremsen ungefähr. Und dann kannst du sagen, wo willst du hin? Ach so. Warte, ja, wo will ich hin? Ja, wo willst du hin? Ich will zu Zander. Ja, du würdest dann hier stehen. Und wenn du dann wählen würdest, würdest du automatisch los. So! Wie geil! Genau, und dann fährst du automatisch Zander. Und dann kann ich zu Zander Kunga, zu Gomme Gamers Time. Gomme Gamers Time. Woo! Alter, wie kompliziert! Geht eigentlich. Ja, aber zu bauen meine ich. Ach so, ja, das ist ein bisschen anstrengend. Alter, das ist doch der Wahnsinn! Das ist der helle Wahnsinn, ey. Ey, das ist echt geil. Currywurst to go. Nice. Ja, das ist Gommes Stand, den habe ich extra dahin gebaut. Jetzt sind wir bei Gomme und Gamers. Dann hier ist Gomme und auf der anderen Seite geil. Ist geil. Das ist echt cool. Auftragstroller Gomme. Mhm. Ah, okay. Ey, wie cool ist das denn, Klim? Dankeschön. Jetzt Achtung. Ja, Bett ich bisschen, hab's. Bisschen rot. Aber warum geht's nicht los? Ah doch, jetzt. Hui! Hey, das ist echt mega. Ich kann dir noch ein paar Schienen sponsern, allerdings nur Powered Rails. Ja, ist egal. Ich habe auch sehr viele Powered Rails. Also so. Können wir gerne noch gebrauchen wahrscheinlich. Jetzt will ich dahin. Ist das geil. Folge dir. Ist das geil. Und jetzt geht's hier zu Klim, zum Hauptbahnhof, zum Hauptbahnhof. So. Hey, das ist echt überragend. Jetzt ohne guck mal hinter dir. Hi! Hallo. Warum bist du fast so schnell, schneller als ich? Ich bin genauso schnell wie du. Ich bremse dich aus. Nein! Habe ich wirklich gebremst? Hat es geklappt? Ja, tatsächlich. Ich bin auf die Gegenfahrbahn gekommen.
Geisterfahrer, nee, war ja die richtige Spur. Ja, schade. Komm mal mit, jetzt will ich dir zeigen, wo ich gerne den Ausgang hätte. Wer ist das? Da ist jemand, da ist Zander. Was ist, wenn das passiert? Was macht Zander da? Komm mal kurz hoch, Klüm. Warte, ich muss das Uber, ich muss das mal in Cut holen. Manchmal geht's am Kaktus nicht kaputt, das ist super ätzend. Das glaube ich dir. Durchkommen. Ich weiß auch nicht warum, wenn es. Ich weiß nicht warum. Das ist ein bisschen nervig. Naja. Naja. Kannst du nichts machen, wa? Kannst du nichts machen. Achso, du gehst hoch. Gut. Hallo. So, erstmal Zander noch einbauen. Ja, mit Zander. Oh, wir sind überall auf Source. Nein, ich. Was? Oh, okay. Er hat sich bewegt, Mist. Mist. Komm mal kurz mit. Ich will dir zeigen, wo ich die Linie, also wo bei mir gerne, wo der Ausgang sein soll. Weil wir bauen was für eine Folge. Achso. Okay. So, das heißt, und da ist Early Boys Haus, ne? Das ist Early Boys Haus. Das sieht schon sehr geil aus. Ab 14 Uhr ist alles egal. Ja, okay. Alter. Okay, das Haus ist echt cool. Das ist cool, ja, ne? Ja, ich hab's ja gestern schon im Livestream von Patrick gesehen. Oh, scheiße. Erstmal einen Block gesetzt, ups. dann nicht so zu Patrick. Oh komm, lass in die Luft jagen. Nee, mach mal nicht, das ist, ist ja nur ein Leasinghaus. Ah ja, hier, guck mal hier. Kriegst noch das da. Ich bin der Reichste hier. Ich bin der Reichste hier auf dem Server. Guck mal, ich hab mir gedacht, ich hätte gern, dass die U-Bahn-Linie aus dem Berg hier so rauskommt und dass dann hier oben, also hier, dass man da halt noch so einen Weg runter macht irgendwie. Ist das hier eine Falle eigentlich, das hier? Oh, ja. Hat Baloui gestern gebaut. Ich sag nichts dazu. So, dass hier irgendwo dann der Ausgang kommt und man hier dann so einen, so einen Weg nach unten macht und dann kann man da hoch. Na? Weißt du? Ja, also weil ich will die U-Bahn nicht im Berg rauskommen lassen, weil der Aufzug ist sozusagen Noob-Filter. Warum nicht hier auf die ja, Ebene? Oder auf die Ebene. Das ist egal. Einfach hier so können aus dem Berg. Können wir mal auch eine Folge zusammen machen, wenn du Bock hast? Ja, können wir gerne machen. Guck mal, Achtung. Achtung, komm, nein! Scheiße. Digi. Das hat Baloui gebaut. Allerdings bin ich mit der Koppelkonstruktion irgendwie nicht wirklich zufrieden. Die ist nicht so hübsch. Ja, das müssen wir Baloui irgendwie leicht beibringen, dass das nicht so gut aussieht. Baloui, ich weiß beigebracht. Okay, und dann wären wir jetzt am Ende der Folge, meine Freunde. Man könnte auch sagen, Baloui, das sieht aus wie Early Boys Haus. Genau. Wenn es euch gefallen hat, schaut auf jeden Fall bei Klüm. Nein. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben da. Und schaut jetzt dann bei Klüm vorbei auf dem Kanal und auf dem Twitch-Kanal. Der macht ja den 48-Stunden-Livestream. Deswegen der Clickbait-Titel. 48-Stunden-Livestream, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wegen Klüm, ne? Ja, das wird der Titel geht sein. Und alle denken, ich mache 29 Stunden. Ja, und alle denken, ich mache den 48-Stunden-Livestream. Dabei machst du das. Cool, oder? Der Bis dann und tschüss! Tschüss!